Die Front des Reisebusses ist komplett zerstört. Auf der Straße liegen Glassplitter und Metallteile. Auf der Autobahn bei Karlsruhe ist ein Reisebus schwer verunglückt. Die 31-jährige Reiseleiterin wird bei dem Unfall getötet. 31 Menschen werden verletzt, 2 von ihnen lebensgefährlich. Bei der verunglückten Reisegruppe handelt es sich laut Polizei um Senioren aus der Region Bayreuth, die zu einer Rundreise durch Frankreich aufgebrochen waren. Am frühen Morgen soll der Bus auf der A5 kurz vor der Anschlussstelle Ettlingen auf ein Müllauto aufgefahren sein. Das hatte wegen eines Staus abgebremst. Der Unfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Raum Karlsruhe. In dem betroffenen Autobahnabschnitt liegt eine Dauerbaustelle, die regelmäßig Staus verursacht.